Ich bin zwar ein wenig enttäuscht, aber ehrlich gesagt nicht darüber überrascht, dass Leute sich über das letzte Phil Spencer-Interview bei Kinda Funny so ein bisschen lustig gemacht haben oder eben auch natürlich versuchen jetzt gerade die aktuelle Situation und den Zustand von Redfall, über den ich mich natürlich auch beschwert habe in einem der letzten Videos, falls ihr euch das mal ansehen wollt. Aber das natürlich gerade jetzt wieder zu nehmen, um dann irgendwie Aussagen aus diesem Interview zu diskreditieren oder dann irgendwie die Stellung Namen oder einfach die Tatsache, dass sich dann jemand in seiner Position hinstellt und dann eben auch sagt, ja, nee, das ist in dem Fall nicht gut gewesen. Das war auf jeden Fall ein Fehler, den wir da gemacht haben und versuchen das natürlich dann dementsprechend besser zu machen. Das entschuldigt natürlich nicht den Zustand von Redfall, aber eine Sache, die halt aus dem Interview für mich eben auch hervorkam, ist so ein bisschen, vielleicht eine bisschen bessere Erklärung, warum es jetzt genauso erschienen ist. So, ja, ne, sie haben auf jeden Fall von dem Zustand gewusst. Ich glaube auch gerne, wenn er sagt, dass die internen Reviews bei Microsoft besser waren als das, was jetzt rausgekommen ist. Das passiert nicht oft, aber es passiert schon mal. Ich weiß noch, damals zur Zeit, in der Anfangszeit der PlayStation 4, hatte ich eine kurze Zeit bei Sony gearbeitet und dort kam es eben auch auf, dass zum Beispiel Order 1886, als das rausgekommen ist für die PlayStation 4, das hat eine ziemliche Klatsche gekriegt. Und zwar durch die Bank weg war das so von fast allen Outlets. Und also, ja, irgendwie mittelmäßiges Spiel, nicht so gut, bla bla bla. Und die internen Reviews bei Sony damals waren eigentlich so in dem oberen 70er, unteren 80er Bereich. Das heißt, da war dann auf einmal auch so ein bisschen die Überraschung groß, als der Aufschrei über das Spiel kollektiv auf einmal so ein bisschen mehr war. Und ganz umgekehrt war es dann im halben Jahr danach, als dann Until Dawn erschien, wo die internen Reviews sehr schlecht waren. Wo es so, ich glaube, die Mock-Reviews, die rausgekommen sind, Mock-Reviews sind das, dass eben Publisher, um im Vorfeld auch besser einschätzen zu können, wie letztendlich die Bewertungen oder auch so ein Metacritic-Schnitt ungefähr aussehen wird, werden dann eben auch meistens eben auch Journalisten aus der Spielindustrie dann bezahlt, um solche Mock-Reviews zu schreiben. Also als würden sie einen echten Test darüber schreiben, damit man das Ganze so einschätzen kann und sieht, ja, okay, wo wird das Ding irgendwie landen, dann können wir basierend darauf eben auch unsere PR oder dann eben die Marketing-Funktion dann darauf ein bisschen so einstellen. Und Until Dawn war wesentlich negativer, als es dann tatsächlich bewertet wurde und eben auch aufgefasst wurde. So, Until Dawn war so ein riesiger Überraschungserfolg damals für Sony. Und ich nehme mal an, dass es ähnlich bei Days Gone war, dass da auch damals die internen Bewertungen wahrscheinlich wesentlich besser waren, als das, was dann letztendlich dann mit dem Spiel passiert ist. Von daher glaube ich, dass Phil Spencer, wenn er eben sagt, so unsere internen Reviews waren auf jeden Fall besser, trotz irgendwie der Bugs, die es dem gab. Aber er sagt eben auch, dass das Problem, ne, von dem Spiel ist, ja, du hast diese ganzen technischen Fehler und das sind Sachen, die können behoben werden, das sind Sachen, die wollen wir auch beheben und da glaube ich auch dran, dass sie das dann eben in einen technisch sauberen Zustand bringen und vielleicht irgendwie auch noch schaffen, contentmäßig was zu erweitern. Aber die grundlegende Vision, die für das Spiel da war, das zu realisieren, das ist nicht geglückt. Und da muss ich auch sagen, dass ich das eigentlich ziemlich hoch anrechne, wenn dann eben so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie ein Jim Ryan sich von PlayStation irgendwie dahinstellt, so kurz nach dem Release beispielsweise von einem Days Gone und dann so offen und ehrlich irgendwie darüber spricht. Von daher finde ich das dann weird. So, wir wollen doch eigentlich, dass so zumindest etwas eine Kommunikation da ist. So klar, es ist im Endeffekt so die hundertprozentige Wahrheit wirst du nie bekommen. Dafür ist es eben immer noch oder wird zumindest verlangt, dass es eine gewisse PR-Speak eben beinhaltet. Aber darüber so drauf rumzureiten, finde ich ein bisschen schwer. Vor allem, weil am Ende vom Interview, als dann nochmal so diese Bonus-Fragerunde stattfand, ich habe das Video auch unten verlinkt, falls ihr euch das dementsprechend mal ansehen wollt, ist glaube ich so 40 Minuten knapp lang, auch an sich ein ganz interessantes Gespräch. Aber in dieser Bonus-Fragerunde wird dann eben auch darauf eingegangen, so, ne, was denn eigentlich jetzt das Ziel momentan von Microsoft so ein bisschen ist und wie sie sich da irgendwie neben ihren Competitoren positionieren wollen. Und die eine Aussage, und da muss ich auch sagen, da gebe ich ihm ehrlich gesagt recht, ist, als er das Thema anspricht, Spiele, ne? Macht einfach nur die hervorragenden Spiele und dann werden die Leute kommen und sich eben die Systeme kaufen. Und die Aussage, die er dann trifft, ist nämlich, nein, nicht mehr in der aktuellen Generation. Das ist ein Ding, was früher funktioniert hat, als quasi jede Generation ein neuer Reset war. Wo es klar, natürlich, du hast Leute, die dann eine gewisse Brand-Loyalty haben und hey, ich habe die Nintendo-Sachen gekauft, ich werde auf jeden Fall Nintendo-Sachen kaufen, ich habe irgendwie PlayStation 2 gekauft, ich werde mir auch eine PlayStation 3 kaufen, sei es einfach normale Brand-Loyalty oder weil Leute eben gewisse Franchises erwarten, die darauf erscheinen werden, die man eben dann spielen möchte. Und das war damals eben noch vollkommen möglich, weil auch die meisten Leute natürlich ihre älteren Spiele nie behalten haben. So, die meisten Leute sammeln keine Titel, wie ich das zum Beispiel mache, wie das wahrscheinlich auch viele von euch machen, sondern
sondern da werden die Sachen eben dann gekauft und dann bei einer neuen Generation der Rest dann irgendwann einfach auf eBay oder früher GameStop oder keine Ahnung, sonst wo einfach auf einem Flohmarkt oder so verkauft, weitergegeben oder irgendwo auf einen Speicher geworfen oder so. Da werden selbst, als es irgendwie Abwärtskompatibilität gab oder so, wurden die Sachen nicht wirklich beibehalten. Und ich kenne das ja auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass ich damals zum Beispiel in der 6. Konsolengeneration, ich habe dann zwar nach und nach die ganzen Geräte gekauft, aber für mich war an erster Stelle, ich wollte halt unbedingt ein GameCube haben, um eben die ganzen Nintendo-Franchises zu spielen, dass ich da eben dann einen Super Smash Bros. Unbedingt drauf spielen konnte, dass ich dann eben später einen Wind Waker, einen Mario Sunshine drauf spielen konnte. Und danach stand dann eigentlich die PlayStation 2, weil ich vorher eine PS1 hatte. Ich hatte eine Microsoft, war natürlich jetzt das erste Mal mit der originalen Xbox dann am Start, aber ich hatte jetzt keinen Bezug zu Halo oder sonstigen Marken, die sie irgendwie hatten. Aber ich war natürlich eben in gewisse PlayStation-Franchises daran interessiert. So, die hatten noch die ganzen Plattformer-Maskottchen, ne? Irgendwie so ein Jack and Dexter und dann eben ein Sly, Ratchet and Clank. Darauf waren die Final Fantasy-Spiele, darauf waren die RPGs, die Horrortitel eben veröffentlicht worden. Und dann ganz am Ende der Generation habe ich mir eben noch eine Xbox geholt, aber relativ wenig Spiele dafür. Also ich habe das dann hauptsächlich wegen KOTOR 1 und 2 gekauft und eben Ninja Gaiden. Und viel mehr hatte ich auf der Konsole, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich habe mir relativ, ich glaube so 2 Jahre danach oder so, erst noch so ein paar Titel Gebrauch gekauft. Aber mit der 7. Konsolengeneration, auch da wieder, ich meine, die kam zuerst, also die habe ich mir dann eben zuerst geholt, war dann eben die Wii, als sie rausgekommen ist. Aber die nächste Konsole, die ich mir geholt habe, war eben keine PlayStation 3, sondern eine Xbox 360, weil darauf Dead Rising war. Das war das Spiel, in das ich das meiste Interesse hatte, und auf der PlayStation 3, da gab es nicht so viel. So, klar, ich konnte meine PlayStation 2 Spiele noch darauf spielen, aber ich hatte ja auch meine PlayStation 2 noch zu Hause, auf der ich auch PlayStation 1 Spiele spielen konnte, genauso wie auf meiner PlayStation 1. Und gerade dadurch, dass beide Konsolen gechippt waren, ja, meine gebrannten Spiele, die konnte ich, glaube ich, schwer auf der PlayStation 3 spielen. Das heißt, da war es für mich relativ einfach, dann zu sagen, ja, dann kaufe ich mir halt eine Xbox 360 und dann bin ich auch, zwar klar, ich habe dann später auch eine PS3 geholt, aber meine Hauptkonsole bei der Generation war eben die Xbox 360. Und auch dann danach die Generation, als eben Microsoft verkackt hat, und das sagt Phil ja auch ganz ehrlich in diesem Interview, sie haben in der wichtigsten Generation verschissen. Weil damals noch, als dann die PS4 rauskam und dann eben die Xbox One vollkommen bei der PR und beim Marketing verkackt haben, ich meine, am Anfang sah es mit den Spielen eigentlich auf beiden Systemen recht mürbe aus, so die PlayStation 4 ist auch erst mit dem Erscheinen von Bloodborne kamen dann so langsam eben die guten Exklusivtitel raus. Aber ich weiß noch, dass viele Leute in meinem Freundeskreis, die haben hauptsächlich auf der 360 gespielt, und viele Leute sind dann eben auf die PS4 gewechselt, weil das da eben auch noch relativ gut möglich war. Und jetzt mittlerweile, dadurch, dass eben der Konsolenübergang von der PS4 zur PS5 so natürlich ist, dass du ja, ne, die Konsole ist abwärtskompatibel, aber eben nicht nur mit den ganzen Discs, sondern eben auch mit den digitalen Spielen. Und dadurch, dass ich im Gegensatz zur PS3, wo eben erst im Verlauf der Generation dann die digitalen Spielekäufe hinzugekommen sind, ne, da war es noch nicht so weit verbreitet, dass du deine ganze Sammlung irgendwie digital hattest, auf der PS4 oder jetzt eben auch der Xbox One, ist es natürlich wesentlich verbreiteter, dass Leute dann eben auch eine digitale Sammlung haben. Dass aber auch die physische Sammlung, die Leute haben, jetzt mitgenommen werden kann und die Spiele auch besser laufen. Weil das war ja noch die Sache, selbst wenn du eine PS3 hattest, die PlayStation 2 Spiele laufen lassen konnte, also abspielen konnte, die sind ja nicht besser gelaufen. So, die sind ja nicht in irgendwie, die haben keine Updates bekommen, die sind nicht auf einmal in einer höheren Framerate oder Auflösung oder sonst was irgendwie gelaufen, genauso wie bei der PlayStation 1 zur PlayStation 2. Das war da nicht der Fall. GameCube-Spiele auf der Wii genauso. So, nein, jetzt kannst du, selbst wenn du die Disc reinlegst, dann kannst du eine bessere Version teilweise darauf spielen, du hast schnellere Ladezeiten und du hast deine komplette Bibliothek schon aufgebaut. Und jetzt nochmal, ne, und zusätzlich natürlich noch zu dem Freundeskreis, der da ist, das heißt, wenn du, plus eben auch noch diese ganzen Games-as-a-Service-Spiele. Das heißt ja, wenn das nicht Crossplay oder so hast, sondern du hast dann auf einem System, bist du es einfach gewohnt, da jetzt drauf, ich meine, klar, du kannst jetzt Fortnite mit deinem Epic-Account, glaube ich, dann rübernehmen auf irgendein anderes System, aber ich glaube auch da, wenn du das halt einfach so gewohnt bist, so ein Spiel, ein Live-Service-Game auf einer Konsole zu spielen, das dann irgendwie rüberzunehmen, auch eher unwahrscheinlich, ne, und mit diesen ganzen digitalen Käufen, was du dir aufbaust, ich meine, wir sehen das ja selber am fucking PC, wo Leute wirklich nicht wollen, dass ein Spiel exklusiv im Epic Store ist und sie dann einfach lieber das gar nicht kaufen oder ein Jahr warten und hoffen, dass eine Zeitexklusivität irgendwann vorbei ist, damit sie es auf Steam kaufen können. Und ich meine, ich kann das ja auf jeden Fall verstehen, wenn du irgendwie die Sachen in deiner Bibliothek haben willst oder irgendwie das Programm besser findest, aber es ist ja trotzdem immer noch auf dem, ist ja an sich ein Launcher und du kaufst darüber das Spiel und dann spielst du im Endeffekt trotzdem einfach nur den, den
den Titel, aber selbst da hast du eine Loyalty für die Bibliothek, die du aufgebaut hast, für deinen Account, auf dem du alles gekauft hast, und dann willst du auch eher alles weiterhin auf diesem einen Account haben. Und das ist auf einem PC, wo du einfach die ganzen Launcher nebenbei installiert lassen kannst. Und jetzt zwischen den Konsolen zu wechseln, wenn du deine digitalen Bibliotheken aufbauen kannst. So, wenn Nintendo jetzt nicht den großartig dämlichen Fehler macht, und ich meine, hey, es ist Nintendo, bei denen wir dürfen nie Logik bei Nintendo erwarten, aber gehen wir einfach mal davon aus, sie sind irgendwie nicht ganz blöde und die nächste Konsole ist abwärtskompatibel mit den Switch-Spielen, sowohl mit den Modulen als auch, und das ist, glaube ich, noch viel wichtiger eben, mit den digitalen Käufen. So, natürlich, wenn du auf einmal deine ganzen, hey, wenn ich meine ganzen neuen Picross-Spiele mitnehmen kann, dann kann ich sie sofort dort eben weiterspielen. Das heißt, du holst dir ein neues System und hast dann direkt deine alte Bibliothek darauf verfügbar. Das war ja auch so ein PlayStation 5-Upgrade, obwohl ich mit den Exklusivtiteln auf dem System nicht wirklich zufrieden bin. So, das einzig Coole für mich war eigentlich immer noch Returnal. Und ich meine, jetzt auf der Xbox sind es eben auch Sachen so, Hi-Fi Rush ist für mich so der eine große Next-Gen-exklusive Titel auf der Xbox, den ich halt wirklich hervorragend finde. Aber beide Konsolen haben sich für mich gelohnt, weil ich für beide Konsolen bereits auf der vorigen Generation eine große Spielbibliothek hatte. Also ich habe sehr viel von der Xbox, da sogar noch mehr, weil ja auch schon im Vorfeld, ne, sie hatten ja auf der Xbox One dann angefangen mit dem Backwards Compatibility Programm dort, dir die Möglichkeit zu geben, von der 360 sehr viele Spiele, ne? Ich habe jetzt zwar nicht so viele digitale Sachen, aber ich kann ja die Discs trotzdem benutzen und einlegen, und meine Xbox Live Arcade Bibliothek ist riesig und sogar originale Xbox-Spiele konnte ich dann eben darauf benutzen. Und auf der PS5 jetzt, alles, was ich über die Jahre an PlayStation Plus hinzubekommen habe, ne, die ganzen PS4 Essentials-Spiele, die man sich in seiner Bibliothek zulegen konnte, alles, was ich eben auch für mich digital, die ganzen Indie-Titel, andere Sachen, die ich mir mal im Sale gekauft habe, plus eben meine komplette physische PS4-Sammlung, die auch nicht gerade klein ist. Und wenn ich jetzt nur ein System hätte oder mich eben für ein System entscheiden will, dann würde ich höchstwahrscheinlich bei dem bleiben, wo ich jetzt eben schon drauf bin. Nicht einfach nur, weil ich dann auf die Titel gucke, die irgendwie demnächst kommen, sondern weil ich eben auch auf alles schaue, zu dem ich dann irgendwie Zugang verliere. Wenn du beispielsweise jetzt nur die letzten zwei Generationen auf der PlayStation warst, dann wirst du dir höchstwahrscheinlich eine Xbox vielleicht als Zweitkonsole dazulegen, aber die große Wahrscheinlichkeit ist, dass du wahrscheinlich bei der PlayStation 5 zuerst bleiben wirst, alleine deswegen. Natürlich auch nochmal, weil du gewisse Franchises oder so haben willst, aber die Sache ist, dass allgemein das, was die meisten Leute auf einer PS5 spielen, ist FIFA, ist Call of Duty, ist Madden, ist Battlefield. Das sind die ganzen Third-Party-Titel. Das sind die Sachen, die am meisten drauf gespielt wird. Spiele alleine verkaufen halt nur zu einem gewissen Teil die Konsolen. Ich meine, wir sehen das selber bei Nintendo. Die Wii U hatte hervorragende First-Party-Spiele, die ehrlich gesagt auf der Switch erst richtig erfolgreich waren. So, das erfolgreichste Spiel auf beiden Konsolen ist Mario Kart 8. Es ist das gleiche Spiel. Klar, auf der Switch läuft es ein bisschen besser. Du hast den ganzen DLC-Content mit drin. Es sind jetzt noch neue DLCs rausgekommen. Aber in sich ist es das gleiche fucking Spiel. Und es hat auch eine ähnliche Attach-Rate. Ich glaube, bei der Wii U war es sogar noch ein bisschen höher als 50%. Aber dadurch, dass die Wii U einfach nur 13 Millionen oder so verkaufte Einheiten oder sowas hatte, was es war, sind es bei Mario Kart 8 jetzt eben auf der Switch so 8 bis 9 Mal mehr Verkäufe gewesen, weil eben die Switch an sich so erfolgreich ist. So, das System selber ist der große Appeal daran, und jetzt können sich Leute eben ihre Bibliotheken aufkaufen. Es hatte nur noch einen Mehrwert dazu. Das ist ja auch für viele, ist ja die Switch dann eben auch nochmal als eine Zweitkonsole sehr attraktiv. So, ich kenne ja auch sehr viele, die eigentlich nur am PC spielen, aber dann eben noch eine Switch haben. Weil es jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt noch immer darauf wechseln würden, jetzt wo es ein Steam Deck vielleicht gibt, keine Ahnung. Aber natürlich ist es nochmal als ein Handheld-Spiel, was zumindest Titel bis zu einem gewissen Grad technisch eben abspielen kann. Und ich meine, vergleich das mal vorher mit dem 3DS, so was der 3DS technisch konnte und was für eine Auflösung der hatte und jetzt was auf der Switch eben möglich ist. So, ja, es ist jetzt keine High-End-Grafik, die du auf dem Gerät hast, aber vergleich einfach mal Metroid Samus Returns auf dem 3DS mit Metroid Dread auf der Switch. So, vergleich Link Between Worlds mit Breath of the Wild oder jetzt eben Tears of the Kingdom. So, da ist schon mal ein großer Unterschied da, und dieser Handheld-Appeal ist eben nochmal mit der Hauptgrund, warum das erfolgreich ist. So, ja, die Spiele ziehen einen nochmal so ein bisschen dran, aber ich stimme Phil Spencers Aussage definitiv zu. So, die Spiele kriegen dich vielleicht eher in den Game Pass. Und das ist das,
was sie haben wollen. Aber ob du jetzt eine Xbox kaufst oder ob du jetzt am PC Game Pass nutzt oder ob du den Cloud-Service benutzt, ich glaube, das ist denen letztendlich egal. Und sie wissen, oder beziehungsweise er, es ist ja auch seine Aussage, dass sie den Konsolenkampf, der ist nicht zu gewinnen. Der ist auch nicht mehr zu gewinnen, gerade eben durch diese Tatsache mit den Spielebibliotheken. So ist sehr wahrscheinlich komplett anders aus, wenn Microsoft die achte Konsolengeneration nicht so in den Sand gesetzt hätte. Vor allem bevor sie überhaupt losging. So, das ist ja der Image-Schaden, allein diese eine Konferenz der kompletten Marke gegeben hat. Von der hat man sich heutzutage immer noch nicht erholt. Wie gesagt, ich stimme der Kritik bei Sachen wie halt Redfall auf jeden Fall zu. Aber was Leute auch immer vergessen, ich sehe das ja in meinen eigenen Kommentaren, wo es so, im Game Pass gibt es eh nur Kackspiele. So, die ganzen Sachen, die so im Game Pass landen, Day One und die nachher hinzukommen, nur weil du dich scheinbar alleine für irgendwelche AAA-Spiele interessierst. Keine Ahnung, tut mir leid für die Leute, ehrlich gesagt. Finde ich irgendwie ein bisschen schade, wenn man scheinbar irgendwie so eine, ich will nicht sagen, sagen wir mal eine so schmale, schmale Bandbreite an Titeln hat, die einen überhaupt irgendwie ansprechen können oder so, scheinbar, wenn man die, ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute die Sachen einfach nur nicht probieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass gute Spiele von den meisten Leuten nicht gemocht werden. Aber es kommen permanent interessante, coole Sachen mit rein. Ich komme da selber nicht hinterher, die ganzen Sachen zu spielen. Und selbst wenn man sich die Microsoft-Releases anguckt, ja, dann haben wir halt so einen Fail wie Redfall, der aber auch schon 2-3 Jahre vor der Akquise, also vor der letztendlichen wirklich 100%igen Akquise durch Microsoft in der Entwicklung war. Und das ist auch eine Sache, die Phil gesagt hat, dass sie haben das Studio in Ruhe gelassen. Sie waren da vollkommen hands-off und haben einfach nur, ja, ne, hier ist das Geld quasi und das könnt ihr jetzt irgendwie machen. Das heißt, es war sogar eher die Kritik in diesem Interview, dass sie schauen möchten, zwar nicht früh genug irgendwie einzugreifen und die Sachen irgendwie umzuformulieren und irgendwie kaputt zu machen, sondern denen früh wie möglich eben die Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Dass er eben meinte, dass eben auch Arcane nicht die Ressourcen von Microsoft eben selber genutzt haben und dass es zum Beispiel etwas ist, was sie bei Starfield jetzt mehr beachtet haben, weil das Spiel auch noch nicht so weit in Entwicklung war, als eben die Akquise stattfand, in dem Fall, glaube ich. Das ist ja, glaube ich, eine Aussage, die Todd Howard getroffen hatte, dass er ganz froh ist. Natürlich, ich meine, als Entwickler bist du, glaube ich, froh, wenn du für ein System weniger irgendwie entwickeln musst. Aber er meinte, dass es eben auch da hilfreich ist, wenn er dann nur für die Xbox entwickelt und kann dann auf die Ressourcen von Microsoft und deren Engineers eben auch zugreifen, die sich mit dem System auskennen. Den gleichen Vorteil haben ja PlayStation Studios, dass sie sich nur auf die PlayStation konzentrieren müssen und sie kriegen nicht nur von Sony selber mit ihren Engineers, die eben das Gerät entwickelt haben, sondern eben auch von den bestehenden Studios, die mit der Hardware und die eben auch mit der Marke und so alles eben schon längere Zeit Erfahrung haben. Das ist ja eigentlich eine Sache, wo ich mich sowieso frage, das müsste bei Microsoft jetzt deutlich besser werden, dass man sich da einfach gegenseitig mehr hilft. Aber, ich weiß nicht, vergessen Leute einfach, dass Hi-Fi Rush rausgekommen ist? Das mit das beste Spiel des Jahres? Ich würde sogar sagen, momentan für mich das beste Spiel des Jahres, neben so Titeln wie Pizza Tower oder so. Das ist ein hervorragendes Spiel, was so fertig gepolished rausgekommen ist. Leute regen sich über unfertige AAA-Spiele raus. Das ist ein AAA, hat eine hervorragend richtig lange Kampagne für so einen 3D-Action-Titel. Unendlicher Wiederspielwert also nicht unendlich, aber ein sehr großer Wiederspielwert mit auch noch zusätzlichen Challenges und Sachen, die du freischalten kannst in einem eigenen Bloody Palace-Modus, der noch irgendwie drin ist. Sieht hervorragend aus, fantastischer Soundtrack, läuft auf der Series S und auf der Series X einfach flawless in 60 Frames die ganze Zeit, weil auch das natürlich das Gameplay drauf ausgelegt ist. Das haben wir jetzt irgendwie vergessen, das kam im Januar raus, war so ein riesiger Überraschungserfolg. Und jetzt, sobald dann wieder ein irgendwie ein Titel da drin ist, der irgendwie nicht so gut funktioniert, dann wird irgendwie immer, ja, aber Redfall, ja, aber Halo. Und dann sage ich, ja, aber Hi-Fi Rush, ja, aber Pentiment, ja, aber Grounded, ja, aber Sea of Thieves, ja, aber Psychonauts 2. Finde ich, gibt es auch genügend Gegenbeispiele. Und ich habe das immer das Gefühl, dass da so der Scheuklappenblick angesetzt wird, um einfach irgendwie dann drauf zu bashen. Weil es gibt definitiv Probleme in dem fucking Management bei Microsoft, 100%. So, das habe ich auch in meinen Videos immer und immer wieder gesagt, aber ich finde, man sollte das trotzdem irgendwie noch holistisch betrachten. So, den Vorteil, den Sony beispielsweise haben, ist ja, dass ihre Studios besser funktionieren, dass die auch über eine längere Zeit eben schon mit denen zusammenarbeiten und die eben auch untereinander sich eben schon austauschen. Auch das eine Sache ist so, Insomniac und Naughty Dog, die tauschen sich seit der PlayStation 2-Ära aus. Die haben sich gegenseitig bei Jack & Dexter und bei Ratchet & Clank geholfen. Beide Spiele sind technisch so gut, nicht nur wegen ihren eigenen Entwicklerfirmen, sondern weil sie sich
gegenseitig auch Tipps gegeben haben, um diese Spiele, weil das sind beides Titel, die zum Start der PlayStation 2 rausgekommen sind und hervorragend aussehen und auch hervorragend laufen. Das ist insane wirklich. Und das ist natürlich eine Sache, die schon lange etabliert war. Und deswegen erwarte ich natürlich auch, dass klar, bei Sony kriegst du diese großen Blockbuster-Dinger, die dann hochpoliert sind, gut aussehen, bla bla bla. Aber die Sache ist, und das ist etwas, wofür ich halt Sony stark kritisiere, jetzt gerade eben mit Jim Ryan an der Führung, es wurde gerade erst wieder eines der kleineren Studios geschlossen, die Sony nicht viel kosten kann, ehrlich gesagt. Und jetzt wieder so kreativere Titel dann wegfallen. Ne? Die Entwickler von Concrete Genie wurden jetzt geschlossen. Media Molecule wird jetzt irgendwie zurückgefahren. Dreams wurde jetzt quasi eben auch abgedreht. Da habe ich auch das Gefühl, das war noch so Legacy, was mitgenommen wurde aus Anfang der PS4-Ära. Und wo es jetzt gesagt wird, nein, das ist kein großes Blockbuster drin. Das stampfen wir ein. Studio Japan wurde ja eigentlich auf das absolute Minimum zurückgeführt. Die meisten Entwickler davon, wenn sie jetzt nicht irgendwie durch die Schließung weggefallen sind, sind einfach vorher schon gegangen und haben ihre eigenen Studios gegründet. Oder viele davon, die schon in der PS4-Ära abgewandert sind. Viele davon sind bei Nintendo gelandet. Unfassbar viele Leute, die früher bei Sony PlayStation gearbeitet haben, Japan Studios, die sind mittlerweile bei Nintendo. Man kann wirklich sehen, es gibt einen Haufen von Leuten, die bei Breath of the Wild schon gearbeitet haben, die früher bei Sony eben waren. Und das ist so eine Sache, die ich vermisse. Und das ist wenigstens etwas, wo Microsoft dann sagt, ja, wir wollen eine Bandbreite an Spielen haben. Und viele gucken irgendwie gefühlt immer nur auf diese großen Blockbuster. Und ja, wenn du deine großen, teuren AAA-Dinger haben willst, in dem Bereich versagt Microsoft. Vollkommen. Auf jeden Fall. Aber dafür weiß ich, dass ich krieg bei Sony kein Hi-Fi Rush mehr. Da muss irgendein Third-Party aus Japan ein exklusives Spiel für die PlayStation 4, wahrscheinlich immer noch PlayStation 4 und das kannst du dann einfach auch abwärtskompatibel auf der 5 spielen und der Switch machen, weil sie es eben für den japanischen Heimmarkt machen und deswegen keine Xbox-Version, weil es 3 verkaufte Xbox-Konsolen gefühlt da gibt. Ne? Also das ist so, das kann ich jetzt nicht Sony anrechnen, dass da irgendwie Third-Party-Sachen Leute für sie irgendwie exklusiv entwickeln, aber von denen selber kommt dann halt sowas nicht mehr. Und das finde ich einfach auch unfassbar schade. Das gehörte gerade in der PlayStation 1 und PlayStation 2 halt die Phase, die Marke so groß gemacht haben, das gehörte dazu. Und wie viele innovative und wirklich künstlerisch total interessante Projekte von denen finanziert wurden. Und das ist jetzt eben bei Microsoft, dass ich dann so ein Pentiment kriege, dass sie ein Projekt wie Psychonauts 2, was eben auch ein AAA-Spiel ist, halt nur nicht, weil es keine große realistische Grafik hat und auf klassisches, cineastisches Spiel macht. So, das, mein Problem halt bei Sony ist, dass halt viele Sachen einfach alle fucking gleich aussehen und diese gleiche Zielgruppe haben und einfach so eine homogene Masse dadurch irgendwie entsteht und deswegen Returnal mein Lieblingsspiel war oder ist auf der PlayStation 5, weil klar, es versucht auch noch so mit seiner Handlung in die Richtung reinzugehen, aber ansonsten ist es einfach super fucking arcadey aufgebaut und hat eben sehr deutlich das Gameplay dann im Vordergrund. Und das ist so eine Sache, ich finde, da muss man dann in den jeweiligen Sachen definitiv kritisieren und das mache ich ja bei den ganzen auch. Firmen sind nicht eure Freunde. Alle Konglomerate sind scheiße. Microsoft ist ein scheiß Verein, Nintendo ist ein scheiß Verein, Sony ist ein scheiß Verein. So, die coolen Leute sind die Personen, die dort arbeiten. Das sind die Leute in den Entwicklerteams oder die manchmal auch in den höheren Positionen, die halt wirklich versuchen, was Cooles irgendwie umzusetzen in dem beschissenen System, in dem wir alle existieren müssen, momentan leider noch. Aber so, Firmen sind nicht eure Freunde. Ihr solltet keine parasozialen Beziehungen zu Nintendo aufbauen, zu Microsoft oder zu PlayStation, also zu Sony PlayStation oder so. Das sollte definitiv nicht der Fall sein. Natürlich, ich habe auch meine Präferenzen. Definitiv, auf jeden Fall. So, natürlich kann ich jemanden, zumindest jetzt auf dem, wenn ich mir Interviews ansehe, kann ich jemanden wie Phil Spencer deutlich mehr leiden als einen Jim Ryan, weil ich beim letzteren einfach nur das Gefühl bekomme, der könnte mir auch einfach irgendwie Socken verkaufen oder so, das ist dem scheißegal. So, der interessiert sich halt nicht für Spiele und hat einfach grauenhafte Aussagen über die Jahre getätigt. So, der nimmt das Medium nicht ernst. Und so jemanden kann ich in der Branche einfach nicht respektieren. Und ich habe auch wirklich, so, ich glaube auch nicht, dass das noch, also ich habe das Gefühl, dass das auf lange Zeit auch Sony selber halt ein bisschen in den Arsch beißen kann, wenn sie halt zu sehr auf gewisse Sachen dann irgendwie draufsetzen, wie jetzt gerade irgendwie 10 Projekte starten, um halt wirklich einen Games-as-a-Service-Spiel zu haben und dann einfach 500 Millionen oder noch was mehr investieren. Hauptsache ein Spiel kommt dabei rum, was irgendwie auch nur einen gewissen Anteil des Umsatzes macht von einem Titel wie Genshin Impact oder so. Keine Ahnung, ob das dann irgendwie auch aufgeht oder dass man sich zu sehr in irgendeine bestimmte Richtung irgendwie rein manövriert, der Markt
shiftet, ändert sich und auf einmal hat man eben nicht mehr diese ganzen anderen Studios da, die man jetzt eben gekappt hat in der Zeit oder so, und währenddessen konnten sich die anderen Leute das dann eben dementsprechend aufbauen. Das heißt, ich will einfach nur die Vielfalt auf den Titeln, auf den Systemen haben, ich will einfach nur gute Spiele haben, und da haben alle ihre Probleme, alle ihr Dreck am Stecken. Aber um das nochmal so ein bisschen auf das Hauptthema zurückzuführen, das, was ich einfach nur so kacke finde, ist, dass es, ne, du siehst das so, ah, okay, das Spiel ist gerade raus und das ist negativ und, ne, habe ich ja auch was zugemacht, weil es halt kacke ist und weil der Zustand, in dem es rausgekommen ist, unentschuldbar ist. Und dann sollte man das auch kritisieren, aber allein deswegen dann wieder diesen Schritt weiter zu gehen, und dann kriegst du halt ein Interview, und dann kriegst du ein Interview, wo jemand so gut es geht irgendwie mal, also ehrlicher ist und mehr sagt und offener, als du es sonst bekommst, und halt auch Aussagen tätigt, die ehrlich gesagt realistisch sind und wo ich das Gefühl habe, so, selbst wenn jetzt die Umsetzung nachher nicht so gut funktioniert, der Gedanke in dem Fall ist auf jeden Fall, finde ich, ein guter, oder zumindest einer, der eben auch selbst für die geschäftliche Perspektive Sinn ergibt. Und dann wird einfach nur darauf rumgebashen, so, ja, wir sagen selber, dass wir kacke sind und bla bla bla. Und das Framing davon ist einfach nur lächerlich. Ist einfach lächerlich, dass die gleichen Leute, die sich irgendwie über den Spielejournalismus dann aufregen, es selber ehrlich gesagt noch viel schlimmer machen die ganze Zeit. Also ja, darauf wollte ich einfach nochmal zu sprechen kommen und das als Vehikel nutzen, um über diese Thematik zu reden, weil ich finde das sehr interessant, und wie gesagt, das Video ist unten verlinkt. Schaut euch das auch gerne an, das ganze Interview, und könnt mir einfach eure Gedanken dazu natürlich gerne wie immer in die Kommentare packen. Aber das wäre es jetzt von meiner Seite aus gewesen. Ich wünsche euch noch einen, falls ihr das jetzt am Tag des Uploads hören solltet, noch einen schönen Restsonntag. Die meisten werden es wahrscheinlich jetzt zum Anfang der Woche irgendwie hören. Aber ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.